herzlich willkommen zu Let's Test Super Mario Kart Super Circuit. Ich stelle mal kurz mein Headset leiser, weil das ist ziemlich laut. Okay. Dieses Spiel kam für den Game Boy Advance raus. Es hat ein paar Modis, aber das sind ungefähr dieselben wie Super Mario Kart für den SNES. Also einmal den Grand Prix, dann Zeitfahren und Schnellfahren oder in einer bestimmten Zeit. Ach scheiße. und dann hat es noch den Zweispieler-Modus. Jo. Okay. 50, 100, 150. Aber ich möchte nicht zu sehr ablosen und nehmen deswegen den 50er und nehme Mario, damit das normal ist. Achso, ja, okay. Und ja, es gibt jetzt hier auch das Gewicht und sowas. Ja, wir nehmen den Mushroom Cup. Ich glaube, ich mache 2 Cups. Hier gibt es den Peach Circle, Shy Guy Beach, Riverside Park und Bowser Castle 1. Okay. Dann geht es los, ne? Das ist von... Wenn wir es jetzt mein Raum nicht wirklich geladen. Gucken, was ist das denn? Das ist ja so dunkel. Ach so, das ist wegen. Okay. Weil der Game Boy, glaube ich, nicht so viel Power hat und dann. Von der Grafik her sind etwas besser als die SNES-Version, aber die Farben sehen jetzt nicht so schön aus. Ist ein bisschen. Naja, mehr 3D. Wenn die meisten Sachen immer noch 2D angezeigt werden und die Wände auch und die Münzen. Aber die Boxen werden schon 3D angezeigt und sowas. Aber. Naja. Dann mach ich doch. Okay, einen habe ich getroffen. Ich bin, wie gesagt, sehr schlecht im Super Mario spielen. Also Super Mario Kart an sich sehr schlecht. Besonders weil ich nur die leichten, also Mario Kart Wii gewöhnt bin. Und Mario Kart Wii habe ich nie mit dem Wii gespielt, sondern nur mit dem Nunchuck und der Wii Remote. Und naja. Aber ich bin Erster. Macht mich ja etwas glücklicher. Eigentlich wollte ich ihn nach hinten werfen. Und oh mein Gott. Ich habe ja versaut. Und ja, das ist das Spiel. Das Spielprinzip ist quasi wie in jedem Rennspiel. Hast halt mit dem Power-Up. Erreiche als Erster die Ziellinie nach der richtigen Rundenanzahl. Also hier in diesem Spiel sind es immer 3 Runden. In Super Mario Kart, dem SNES, waren es 5 Runden und 5 Rennen. Oder waren es 5 Runden. Ja. Und ich bin Zweiter ins Ziel gekommen. Und heißt, bin ja auch Zweiter in der Liste. In der Ranking-Liste. Okay, jetzt kommt der Shy Guy Beach. Der Hintergrund ist sehr schön für ein Gameboy-Spiel. Mir gefallen Gameboy-Spiel eigentlich nicht so. Na, raus, ich bin am Aufnehmen. Warte mal kurz. Sorry, das war nur meine Schwester. Okay, fahren wir mal weiter. Hier wird einem auch gesagt, in welche Richtung man fahren muss. Und wahrscheinlich daran, dass das hier nicht so richtig geladen ist und dann man halt kaum sieht, wo man lang fahren muss. Naja. Okay, ich hab Yoshi getroffen. Eigentlich wollte ich Bowser treffen und keine Ahnung, wie der Bowser erste ist dafür, dass er ein relativ hohes Gewicht hat und sehr langsam ist. Ich bin einfach nur schlecht in mehr sage ich dazu nicht. Yay. So lange muss ich? Da lang? Richtig? Ja, ich bin richtig gefahren. Und wirklich falsch gefahren. Falsch und schlecht auch noch. Alter, ich komme mit dieser Map sowas von nicht klar. Oh, da fährt doch. Da fährt Bowser lang. Ach du Scheiße. Ja, danke. Wie auch immer du mich jetzt da gesetzt hast. Das gefällt mir nämlich nicht so an dem Spiel mit dieser kurzen Sichtfeld. Das ist nicht schön gemacht.
Das hätten wir bei Nintendo besser machen können. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Leistung des Gameboys lag oder halt einfach daran, dass sie das so machen wollten. Aber ich hätte dann noch irgendwie was anderes gemacht. Weil ich kann auch nicht andauernd auf die Minimap an der Seite gucken. Und deswegen wird das sehr schwer, da alles zu sehen. War halt 5. Bonus, sehr schade. Aber, Alter, ich hasse diese Maps so sehr. Ne, ich weiß nie, wo ich langfahren muss. Das ist, glaube ich, eine der schlimmsten Strecken, weil die keine Seitenbegrenzungen haben. Also das Wasser. Alter, nein! So schwul. Okay, die hier verdaue ich wahrscheinlich wieder. Aber ich muss ja nicht gewinnen, um euch zu zeigen, wie das Spiel ist. Und naja. Das ist das Spiel. Warte. So, ich musste das Strecke wiederholen. Ne? Naja. Passiert. Oh ja. Ich hasse es aber jetzt schon. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr auf die Map gucken. Oder einfach die Typen verfolgen da. Gucken, wie die fahren. Und gucken, wie die Typen kosten sind. Der Bowser. Relativ laut eingestellt. Ich muss dann mal gucken, wie das ist mit dem Sound. Technisch gesehen. Und Alter. Ich hasse diese Strecke so sehr. Ich hoffe mal, dass ich nicht. Also Dritter wäre schon okay. Ich glaube, mit Vierter wäre man immer noch im Ranking drin. Ja, ich bin immer noch. Also an der Seite sieht man das. Solange man unter diesem Kader ist an der Seite, hat man es eigentlich geschafft. Und man ist zwar jetzt nicht Erster oder so. Ich glaube, man kann Erster sein in der Liste. Sieht man ja, aber es reicht, um weiterzukommen. Das ist wie so eine Art Show. Ach, WTF, ey. Mann, das hat mich schon wieder so abgelenkt, ey. So ablenken, so ablenken. Ich bin Vierter. Okay, Vierter reicht. Ja, weiß ich, was war das denn? Ich hab nur Münzen. Ja. Das wird sein. Das wird es gewesen sein. Ich wurde mit meinen 0 Münzen getroffen. Ja, danke. Ja, verdammt, ich hasse es. Ich schaff dieses hier nie wieder. Ah, ich hab's noch reingeschafft. Okay. Glaube ich. Ja, ich bin noch drin. Danke, Spiel. So, ich habe hier einen kleinen Speed-Button an meiner Xbox-Controller. Geht das hier ein bisschen schneller? Komm schon. Okay, hier ist der Donkey. Hier ist, glaube ich, eine Donkey Kong-Strecke. Ach, naja. Ja, hier sind die wenigsten zweiten Abgrenzungen. Und jetzt sieht man, wo man lang fahren muss. Ich habe nur eine Münze. Ich brauche mehr Münzen. Weil wenn man eine Münze hat und gerammt wird, dann wird man rumgeschleudert. Man kriegt für jedes Mal Rammen, also jedes Mal, wenn man gerammt wird, eine Münze abgezogen. Also wäre das nicht so gut andauernd, mit 0 Münzen gerammt zu werden. So. Naja, das einzige Gute an dem Spiel ist der Spaß. Es macht sehr viel Spaß, das zu spielen, außer wenn es schlecht so wie ich. Und, naja. Und ja, scheiße. Das muss man ja erstmal sagen. Ja. Ich dachte, es scheint die falsche Richtung. Und, naja, also der Spielspaß ist da.
Und es war ein Super Mario Kart zum Mitnehmen. Denn es ist für den Game Boy und der Game Boy ist mitnehmbar. Das einzige Problem am Game Boy ist, dass er halt nicht, meistens nicht selbst für Licht gesorgt hat. Ich weiß nicht, mit welchem es war. Es war einmal der Game Boy Advance, der kein Eigenlicht hatte. Und dann noch war dieser Game Boy SD, also dieser aufklappbare. Quasi der vor dem DS. Game Boy, weil SD, DS und sowas, und das war halt ein aufklappbarer, genauso wie der DS. Das ist, und naja, ich weiß auch nicht, ich hätte vielleicht mal im Startscreen gucken können, wann dieses Spiel rausgekommen ist. Werde ich gleich mal gucken. Und naja, dieses Spiel ist, glaube ich, alles auf beschränkt mit 0, da ist halt ein Super Mario Kart ist, keine Gewalt oder so drin vorkommt, außer halt jetzt das mit den Kisten hier und sowas. Und das, ja, also ist es schon für Kinder geeignet, also mein Rage drum. Für mich ist es, ich finde es jetzt nicht so toll, da ich kaum was sehe. Also wegen der Grafik ist es richtig, finde ich gut. Aber ich sehe halt kaum was. Und das ist schon problematisch bei solchen Spielen. So, als wenn es um schnelle Rennspiele geht. Okay, ich bin Zweiter geworden. Das ist ja jetzt noch ganz gut. Ich hasse es. Und ja, ich bin im Gesamtranking auch Dritter. Und das ist jetzt die letzte, das ist Bowser Castle 1. Das ist relativ eng und, ja, kurz. Das ist Lucky 2, der macht das immer. Aber ich würde Crash direkt, Alter. Sowas hasse ich direkt am Anfang immer. Okay, ich sollte mehr driften. Okay, selbst ein Driften nicht schlecht. Wow. Hey, komm. So, es ging dann in die Kurve. Also ich dachte, es ging in die Kurve. Ja, Map hier. Map einprägen. Okay. Okay, dann das klappt ja. Und hier sind diese Drums, glaube ich, heißen die. Ich weiß es nicht genau. Ich bin dann totaler Noob in Super Mario. Ich bin ein mit sehr wenig Wissen von Namen und sowas. Sowas einfaches wie Bowser. Und die krieg ich hätte mit Stern zugefügt. Ich glaube, das war ein Spezial-Item. Es gibt ja immer Spezial-Items. Und ich glaube, die Gegner können auch welche haben. Einsetzen. Ich glaube unendlich oft. Oder kann auch sein, dass das. Oh, das war ein Pilz. Kann aber auch sein, dass das nur in der SNES-Version von Super Mario Kart sein Martin, dass sie das unendlich oft hatten. Also auf jeden Fall ist das so in der SNES. Denn da hat zum Beispiel Luigi immer seinen Stern eingesetzt und Super Mario und Luigi haben halt den Stern als Spezial-Item und all sowas. Donkey Kong hat, glaube ich, keine Ahnung, was Donkey Kong hat, weil ich glaube, Bananenschalen gibt's noch nicht. Okay, da sind die drei Sieger. Ich bin da nicht dabei. Oder? Doch. Genau, bin Dritter. Naja, für mich so ein Vollnoob. So noch. Okay, da ist so ein Fisch. Da ist der goldene Pokal, der an Bowser geht. Ach naja, ich habe einen E-Rang. Data Colby, naja, das ist klar. Ich spiele auf Emulator. Und naja, was ist das denn für ein Dafin? Steht das da? Mal gucken. Ja. 1992, 2001. Ja, es gibt ja außerdem auch noch den Multiplayer, also man kann zu zweit über dieses, System den Kabel spielen, was ich sogar hier habe. Was ist das? Sex Chains? Achso. So, okay.
Ja, dann würde ich sagen, das war's von meinem ersten Let's Test zu Super Marios, zu Mario Kart Super Circuit. Und, naja, ich bin schlecht in diesem Spiel und sage damit Tschüss.